Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch, schön, dass ihr den Weg wieder hier gefunden habt. Das freut mich. So, wir wollten hier noch ein bisschen rantasten. Und jetzt ist die Frage, wie. So, machen wir das mal so. Das geht zwar ein bisschen nach oben. Die Richtung stimmt eigentlich nicht. Für mich jetzt zumindest. Aber ich muss es jetzt so hinbekommen, dass wir hier noch einen zweiten Cargo herbekommen, der mit dem ersten aber kommunizieren kann. Okay, das hätten wir jetzt auch uns schenken können. So. Und dann legen wir jetzt mal ganz kurz die Ketten um. Und zwar die Linie... Lila ist es, die da. Die kriegt einen neuen Haltepunkt und dann wird der erste Haltepunkt entfernt. Das löscht jetzt natürlich auch relativ viel raus, aber sollte hier ein bisschen Entspannung reinbringen. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das ein Tram? Schaut aus, als hättet ihr das Ding Tramgleise, oder? Wir machen das auch up to date. Okay, jetzt muss natürlich erstmal alles wieder neu eingestellt werden. Wir müssen auch erstmal wieder das Potenzial raffen. Gucken wir mal. Da kommt einer. Die Produktion säuft hier jetzt uns völlig ab. Kann aber relativ schnell auch wieder aufgenommen werden, muss man dazu sagen. Er sagt immer noch Liniennutzung nein. Sollte sich aber, wie gesagt, alles gleich relativ schnell wieder verbessern. Zumindest ist das die große, große Hoffnung an dem ganzen Ding. Wenn die nämlich einmal eine Runde gefahren haben, sollte das wieder besser werden. Na komm. Jetzt geht er. Alles klar. Und da läuft die Kiste wieder los. Und produziert nämlich wieder wie verrückt. Das ist supi. Und ihr seht schon, wie schnell das jetzt auch passiert. Und es wird auch immer gleich sofort... Ja genau, erhöhe die Produktion und Verkleinerung. Die wollten nämlich schon wieder, haben gesagt, na, da geht nichts. Da gehen wir nach Hause. Schmeißen wir alle raus und machen die Laden dicht. Haben sie natürlich nicht, denn in 7 Monaten, das kriegen wir hin, dass wir hier die Produktion nochmal ordentlich nach oben ziehen. Okay, hier geht auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und ihr seht schon, es steigert sich die ganze Zeit. Und hier sind permanent Fahrzeuge, die laden. Über 4.000, 5.000 sollte es auf jeden Fall gehen in der Produktion. Genau, wir sollen mehr abtransportieren, das machen wir natürlich auch. Gucken wir mal schnell. Ja, jetzt ist okay. Ja, ich werde mal gucken, ob wir in den Mods mit vielleicht auch schon eine Verdopplung oder sowas erzielen können, dass vielleicht die 6.400er Grenze nochmal fällt. Dass wir wirklich auch sagen können, ich möchte zentral irgendwo arbeiten. Das ist aber eine Frage, die müssen wir erstmal noch klären können. Apropos klären können, hier oben wird doch Waren dann doch hier produziert, wie verrückt. Da könnte man auch mal ganz kurz den Waren-Yogi hier mal ein bisschen erneuern. Machen wir mal schnell. Weil hier sind so viele Waren am rumliegen. Aber das machen sie nicht, die sind auch zu neu, ne? Ja. Können wir lassen, da geht jetzt eh gerade nichts. Wir haben hier LKWs, die mag Leuten anfahren. Das sind aber schon aktualisierte, soweit ich das im Kopf habe. Ja. Nach Adelsheim fährt allerdings noch was, das noch nicht so gut ist. Und das sind schwarze LKWs, die stellen mir auch super geil vor. Gucken wir mal.
aktualisieren die. Die sind auch recht neu, ne? Also die sind auch 6 Jahre alt. Da geht noch nichts. Aber wir haben es schon mal eingerichtet. Okay, jetzt lass mal ganz kurz gucken. Wir haben hier die Verbindung, die steht. Da ist alles mittlerweile schon Schiene. Adelsheim an sich ist angeschlossen, aber noch nicht so ganz perfekt. Wie viel stehen hier? Am Verteilknoten sind gut Leute da. Da könnten wir auch mal überlegen, ob wir hier vielleicht die Tram nach Marktleuten upgraden. Weil die ist nämlich auch ganz cool. 50 Passagiere Kapazität. Und die hat ein pinkes Dress. Und die Adelsheim Tram 1, die ist ein bisschen schwach auf der Brust. Die kriegt aber trotzdem noch ein kleines Update. Einfach damit die sich hier arbeiten kann. Viele haben auch gefragt, wie kommst du denn zu Trams, die 50 Leute transportieren? Das ist doch aberwitzig. Ja, ist es. Hat aber den Vorteil, dass ihr euch die Mods auch holen könnt. Es gibt die sogenannte Train Fever, Zwergtube Train Fever Modbase. Ja, die findet ihr auf zwergtube.de. Da klickt ihr euch auf Filebase rein, das ist kein großes Ding. Ja, dann sucht ihr euch in der Filebase einfach die Train Fever Modliste aus und wenn ihr da draufklickt, werdet ihr direkt zu Steam geleitet und klickt mit einem Klick, holt ihr euch alle Mods, die ich auch verwende. Ist super einfach umzusetzen, ist mega, mega angenehm, weil sofort alle meine Mods eurer Bibliothek hinzugefügt werden. Und ich fand die Idee, das so zu organisieren, eigentlich ziemlich cool. Weil dadurch natürlich jetzt auch die Möglichkeit eben für euch alle da ist, dass ihr super einfach, super schnell euch meine ganzen Mods holen könnt, ohne dass ihr wirklich jetzt viel für tun müsst. Und wenn es da Änderungen gibt oder wenn die irgendwie mal ausgelagert werden sollte, die Modliste, die bleibt immer auf zwergtyp.de in der Filebase, einfach damit es unterm Strich leichter für alle wird. Ja, da habt ihr einen Punkt, wo ihr hin müsst und von dort aus werdet ihr immer weitergeleitet, ja, zu dahin, wo die Mods gerade liegen. Für den Fall, dass ich später mal irgendwie externe Mods oder sowas einbaue, braucht ihr den Link dann auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch einfach mal rein. Filebase, kein Problem. Klickt einfach oben in der Navigation auf Filebase, klickt euch in die Train Fever Modliste rein und dann drückt ihr auf Download und dann werdet ihr zu Steam. Da müsst ihr noch mal kurz, glaube ich, abonnieren, die Kollektion. Und dann habt ihr automatisch alle Mods, die ich eben auch habe. Die füge ich auch immer wieder. Ich ändere die auch ab und zu. Wenn Mods nicht mehr kompatibel sind mit meiner Bibliothek, ja, könnt ihr euch auch den Save Game runterladen. Ich versuche den relativ aktuell zu halten, damit ihr auch immer mit meinen Saves mitspielen könnt. Und das ist so der Plan. Das ist der Plan. Wie schaut es eigentlich hier aus? Ja, das ist gut. Da ist noch Kapazität da. Die Jungs sind allerdings, glaube ich, schon ziemlich am Limit gelandet. Dann werden wir das mal folgendermaßen machen. Da werden wir jetzt auch umswitchen. Gucken wir mal, ob das klappt. Ja, das klappt. Okay, supi. Und da ist auch der Kreisverkehr der Liebe, Mensch. Ah, oh, supi. Klasse. Das Modell ist im Übrigen auch super geil gemacht worden. So, jetzt sollten alle langsam durch sein. Dann kann nämlich hier auf jeden Fall mehr in der Stadt gehen. Und ich glaube, mit dieser Änderung müssten wir uns dann die Pfeillinie mal überlegen, ob die noch zeitgemäß ist. Weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die jetzt dann gleich absäuft, dass die zu viele Leute am Bahnhof haben. Im Übrigen, Bahnhof ist ein gutes Stichwort. Ich wollte eigentlich die Tage jetzt auch mal gucken, dass wir unsere Hauptlinie erweitern. Das wollte ich mal schauen, dass wir das hinbekommen. So, jetzt gehen die natürlich ins Minus, weil hier nicht genug Leute abzufrühstücken sind, aber es sollten sehr, sehr viele rankommen. Oh, mit dem Kreis ist so geil. Der Kreisverkehr ist so klasse. Schaut so edel aus, das Ding. Vor allem halt auch der Tramkreisverkehr. Ich finde das so super. So cool gemacht. Okay. Jetzt kriegen wir die Pfeile auf Spitze fast schon. Also die sind jetzt nicht nur ein bisschen, sondern die sind auch gut belegt. Und sollten natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen was verdienen. Jetzt gucke ich mal gerade, wie schaut es aus. Die fahren ja alle hier hoch.
Und Blankenhain ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass es jetzt so übermäßig heftig gut arbeitet, weil da fehlt, glaube ich, noch ein bisschen mehr Liebe. Da sind momentan die Typ 1 drauf und die möchte ich natürlich auch erweitern. In einer etwas helleren Gelbfacette. Lass uns die mal aktualisieren, dass da mehr Leute drauf kommen. Ah, die sind zu neu. Da aktualisiert sich nichts. Die sind erst 3 Jahre alt, da passiert noch nichts. Okay. Wie viel hast du dabei? Ja, also da, ihr merkt schon, da geht jetzt was. Und es werden auch immer mehr. Also hier stehen jetzt auch richtig, richtig viele Leute, die gar nicht wegkommen. Das wäre eine Tram, die das hier alles mitnehmen könnte. Würde natürlich den Nahverkehr auch nochmal ordentlich pushen. Und jetzt sehen wir auch das nächste kleine Problemchen. Wir kriegen hier Randbereiche in der Stadt, na, wobei noch nicht. Alles hier, was in der Stadt ist, kann momentan noch angefahren werden. Also es ist der Radius hier überall noch vorhanden, auch wenn es jetzt ein bisschen schäbig aussieht. Aber die sind alle anfahrbar. Okay. Ja, weiter mal die Stadt gerade einen Ticken. Damit der Verkehr vielleicht auch mal ein bisschen besser fließen kann. So, dann kriegt er nämlich neue Rahmenbereiche. So, dann hat die Stadt jetzt auch auf jeden Fall Wachstumsmöglichkeit. Aber gucken wir mal. Sollte ja jetzt auch Zeit haben, noch weiter wachsen zu können. Wie ist denn Blankenhain eigentlich verbunden? Die haben sehr, sehr schlecht infrastrukturelle Möglichkeiten. Warum? Blankenhain sollte doch eigentlich mit 9 LKWs bedient werden. Werden sie aber nicht. Die kriegen, um genau zu sein, sehr, sehr wenig Güter ab. Waren Oberwesel haben wir hier nochmal einen. Oh, oh, safe. Wow, da kommt eine Boeing 737 mittlerweile. Was? Oh, da müssen wir demnächst. Oh, da müssen wir auch mal die Flugzeuge noch angucken. Eieiei. Wahnsinnig viel zu tun mal wieder, meine Lieben. 3 Jahre alt, da updatet sich auch nichts. Wir müssen hier schauen, dass wir mehr Maschinen und Werkzeug in die Stadt bekommen. Da spült es hier mir ein bisschen zu wenig rein. Und die Updates schauen auch nicht so aus, als würde er sie sofort durchführen. Ich meine, die grüne Linie, die Blankenhain-Linie ist ja wichtig. Aber der Rest ist mir ein bisschen zu zaghaft vom Update her, weißt du? Ja, die Grünen updatet er schon, das ist in Ordnung. Ich meine, die verdienen alle gut Geld, sind wir mal ehrlich. Also so gut haben wir es schon lange nicht mehr gehabt, ne? Aber da geht noch was. Also ich bin mir sicher, da geht noch was. Die anderen sind halt einfach noch nicht so weit. Okay, wir lassen das mal so weit. Gerade nach oben. Oh, jetzt warte mal kurz. In welchem Bereich fischen wir hier eigentlich? Ah, da oben ist nämlich auch nochmal ein Ankerpunkt, den wir nicht erreichen. Hier oben hat sich auch Industrie entwickelt oder besteht eigentlich schon die ganze Zeit, aber hier oben kommen wir nicht mehr hin. Den Teil hier oben können wir nicht abfrühstücken. Was jetzt nicht schlimm ist, da wir eh kaum was herbringen. Das kommt eigentlich hauptsächlich aus Königstein. Und hier müsste ja eigentlich die Verbindung... nach hier gehen. Warum kommt hier so wenig Material an? Es kommt schon was an, aber halt irgendwie erscheint mir das alles zu wenig.
Jetzt warte mal kurz. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir machen hier nochmal einen neuen Anschluss. Dann gehen die nämlich hier rein. Dann müssen die nämlich nicht über die Hauptroute. Das heißt, wir kriegen hier ein bisschen Entspannung vielleicht. Und hier machen wir mal ein Update, wenn es geht. Ja, es geht auch. So, machen wir das mal. Breitere Straßen sind immer gut fürs Geschäft. Ist jetzt nicht unbedingt, steht jetzt nicht unbedingt in eben BWL-Reiseführer drin. Nee, nee, nee. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem gut fürs Geschäft, weil wir dadurch natürlich mehr Leistung auf die Straße einzeln bekommen. Und hier oben machen wir das mal Zurückbau. So, machen wir da mal ein bisschen die Straßen-Upgrades. So, dann kann nämlich der Verkehr hier innerstädtisch mal ein bisschen besser abgearbeitet werden. Weil hier ist nämlich verdammt viel los und das ist ein bisschen schwierig gerade. Jetzt warte mal, warum fährst du eigentlich... Ach, du willst alle hier abfrühstücken. Okay, verstehe. Das Aufrüsten ist wahrscheinlich keine Option. Nee, das geht leider nicht. Schade. Weil hier funktioniert es nämlich viel schöner. Was ist denn, warum ist denn die Brot-Schenefeld-Geschichte so schlecht bedient? Jetzt probiere ich mal gerade was aus. Und zwar... Bau nicht möglich, ja, ist mir klar. Wenn wir hier so eine Untergrundautobahn bauen. Vielleicht bis hier hoch. Dann sollten doch vielleicht die Autos nicht durch die ganze Stadt rasseln müssen. Das heißt, wir kriegen hier vielleicht ein bisschen mehr Speed auf die Kette. Reißen wir mal das Ding hier noch ab. Ah, die haben hier noch einen Anschaltpunkt. Aber okay, ist ja nicht schlecht. Schaut auch geil aus hier, von Tunnel zu Tunnel. Okay, meine Lieben, es war ein Versuch wert, aber vielleicht bauen wir diese Strecke noch. Ist halt ein mega großer Stadtautobahntunnel, der hier unter Schenefeld durchläuft. Ich bin gespannt. Bin auch mal was anderes gespannt. Oh, da können die mir so viel noch Schönes vorstellen. Ich habe ja ein paar Schallschutzwände noch organisiert, die wir mal aufbauen könnten. Ah, schöne Sache. Können wir Bäume setzen. Ah, dann so schöne Sachen. Schöne Sachen. Könnten ja auch mal ein Steinchen reinsetzen oder sowas. Hier so. Auf den Weg. Nein, machen wir nicht. Meine Lieben, wir sehen uns nämlich in der nächsten Folge und dann geht's hier weiter. Ich freue mich drauf, wenn ihr euch da auch drauf freut. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.